Non-responsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face. Κοίταξε με. V has come too. V has come too. Phantom Pain. Tja, und damit sage ich erstmal Hallöchen und herzlich willkommen, Leute.
Ich habe noch kurz eine kleine Einstellung zu machen und dann kann es auch schon losgehen. Erstmal im Menü. Aha. Okay, Optionchen. Schnell mal die Bildschirm und die Grafikeinstellung. Ah, sehr schön, haben wir schon. Meistens ist das nicht so. Tja, okidoki. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann würde ich mal sagen, starten wir zu Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Drei Tage nach... Who is me? Kuzme! Can you hear me? Schlecht. Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Was haut hier gerade nicht hin? Look up, please. Ja, Sekunde. Was haut hier gerade nicht hin? Ja. Sehr schön. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Wann wurden Sie geboren? Geben Sie Ihren Namen ein, um eben halt... Okay, machen wir doch glatt. Machen wir über die Tastatur. Wie heißt er? Nessa? Player. Ach, Nessa reicht. Okay. Name. Januar. Ach, dann nehmen wir einfach mal, tun wir einfach mal Novemberkind spielen. Mitte des Monats, genau. Zip. Okay. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen. And try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. What? Damn it! Nasokoma! 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 Nurse! Calm down! Calm down! Try not to panic! Rotiseme, try not to panic. Now, you'll be all right. 9 Jahre. Das ist ein ganzer Abschnitt, eine ganze Generation verpasst. Alter. Eine Woche nach Mauer. Da stehe ich im Bett rum. Und, naja, hab mittelmäßig guten Ausblick. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Okey-dokey. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination,
We discovered 108 foreign bodies embedded within. 100. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Yeah. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. Ah, cut off. They are located near your heart and in your skull. Ei. Aber wenn das schon mein Brust ist, wie sieht mein Kopf aus? Look at this. Alter! The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. Bitte was? We couldn't give you an MRI. Ich hätte aber dann einfach nur ein bisschen was Schnippschnipp gemacht. Even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is of your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Ich hab keinen Arm mehr. I know it's difficult. But please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please, calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Alter, erst sieht mein Oberkörper aus wie ein Sieb, dann selber mein Kopf. Und dann fällt mir noch ein Ärmchen. 2 Wochen später. Ohohoho, Alter. Ah, meine Blümchen sind noch da. It's true. There are those who wish you would never woken up. Echt? You should be dead. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however... So, das heißt, wir bekommen eine neue Gesichtsbemalung. Na dolle Wolle. Ne. Nein. 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 Auch nicht. Nee, Mike Tyson wollen wir auch nicht sein. Ja, damit kann man leben. Es hat Ähnlichkeit. Ach, das ist mir jetzt erstmal so was von. Sie verschlafen. Aufgeweckt. Misstrauisch. Was haben wir noch? Ah ja, der Riss ja passt schon. Die Nase ist scheißegal. Der Mund auch. Merkmale brauchen wir auch keins. Da sind wir. Einfach mal schlicht und einfach, würde ich sagen. Sonst dauert das jetzt zu lange und das wollen wir ja schließlich auch nicht. Very good. Now, let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today,
Your name is Ahab. Ahab. Forget hey. Everything. Hey! Hey, da im Hintergrund, Mann! Die Krankenschwester wurde gerade um ihr Licht, du Idiot! Hallo? Checkst du's noch? Da ist die Foxhound-Einheit. This is you, as you've lived until this day. Oh. Man rechnet auch tomorrow, die Dollar aus. It becomes a phantom. Der Doktor ist gespannt. Ja, der kann mich besser mit dem Willi. Was? Ach, das Zeug, was ist da die in der Tasche dabei? Das ist nicht super. Aber da brennt es halt so krass. Er ist schon hart. Natürlich klar, aber besser die als ich. Ach du Scheiße, Captain Hook. Shit. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Direkt nach unten. Also. Who are you? Who am I? Talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? Our world wants you dead. Ah, shit. That's pretty good. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Scheiße. Need a little pick-me-up? Nah, they am I yep. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Oha. Fuck. Come on! So, Leute, damit haben wir den ersten Teil geschafft.
Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann eben halt richtig losgeht. Bis dann, euer Lasagne.